Ja, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Unboxing-Video der Zockbox. Ja, jetzt haben wir wieder beide erhalten. Ja, einmal die Overlord und einmal die Adventure Box. Also, ja, was ist die Zockbox überhaupt? Ja, das ist eine monatliche Box, die kann man sich abonnieren auf hier www.zockbox.de. Es gibt drei Abo-Boxen, einmal Adventure, Hero und Overlord. Ich habe Adventure und Overlord, das heißt also, Adventure kostet 33 Euro, Hero kostet 39,99 und die Overlord kostet 45 Euro, also die aufgerundet halt immer. Ja, dann wollen wir mal anfangen mit der Overlord-Box wieder. Und ich halte ein Gameboy-Color-Spiel. Woran ich das erkenne? An der Wulst oben, die nach außen geht. Es gibt eine Wulst, die nach innen geht und eine nach außen. Das ist ein durchsichtiges. Erkenne ich. Aber, nee, ja, es ist ein durchsichtiges. Aber welches das sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich sehe jetzt gerade nur die Rückseite. Ihr seht die Rückseite. Ich weiß nicht, welches Spiel da ist. So, jetzt. Ah! Okay. Ants Racing. Da gucken wir mal eben, was es bei eBay kostet. Ants Racing GBC. Da muss ich den Filter. Mal wieder. Hallo. Ah. Die Seite braucht wieder Jahre, bis sie sich aufgebaut hat. Also hier wird das für 10 Euro angeboten. Wie gesagt, also ich will. Ah, jetzt hat das. Ich gehe mal auf diese Punkte. Das ist für mich dann der richtige Anhaltspunkt. Und hier halt für, sagen wir mal, 7 Euro. Ja, okay, 7 Euro ist kein schlechter Titel. Hier erkennt man schon an der Hülle. Es ist keine Switch. Es ist kein Switch-Spiel. Es ist ein PSP-Spiel. Mal sehen, um welches sich handelt. Okay. Der Titel sagt mir noch gar nichts. Frantix. Für die PSP. Mal sehen, was kostet mich das? Frantix. Frantix. PSP, so. Ist auch kein so teurer Titel, kann man sagen. Ist also. Ah. Okay, das hat einen Wasserschaden bekommen, die Anleitung. Schade. Ja, sagen wir mal, das hat einen 5-Euro-Titel. Das ist ein DS-Spiel. Um welches sich das handelt, weiß ich jetzt noch nicht, aber das werde ich ja jetzt gleich sehen. Okay, es ist ein. Es heißt My Sim Sky Heroes. Da gucken wir mal auch nach. My Sims Sky Hero DS. Okay, hier wird er für 10 Euro angeboten. Da wurde er für. Sagen wir mal, es ist kein so teurer Titel. Sagen wir mal 5 Euro. Wieder so ein 5 Euro Titel. Kann ich nicht meckern. Auf zum nächsten. Das kann PlayStation 2, Xbox
GameCube oder Wii sein. Und was erhalte ich? Ein PlayStation-Spiel. Oh. Titel selbst sagt mir schon was. Da gab es mal so eine Sendung, die so hieß. Aber nicht mit dem Titel, der da drunter ist. Carmen Sandiego, das Geheimnis der Trommeln. Der gestohlenen Trommeln. Da gucken wir mal, was würde mich das kosten? Carmen Sandiego. PS2. Da wird es einige Titel geben. Und da haben wir gleich schon den ersten Titel. Ja, ist auch nur so ein 5-Euro-Titel. Ist aber komplett, wie ihr seht. Wie gesagt, also ich meckere nicht. So, hier haben wir nochmal ein Spiel. In der Hülle. Großen Hülle. Und es ist ein Xbox-Spiel. Oh. Das sagt mir auch noch nichts. Das kenne ich noch gar nicht. Blinks. The Time Sweeper. Mal sehen, was kostet mich das? Oder was kriege ich? Was haben die denn da? Blinks. The Time Sweeper. Xbox. Ja. Das ist schon mal ein guter Preis. Ja, manche wollen. Ja, okay, ist auch kein so teurer Titel. Ja, das war die Overlord-Box. Es gab wieder Gummibärchen. Jetzt kommt die hier Adventure-Box mit 3 Titeln. Und auch einer Tüte Gummibärchen. Ja, die ist auch leer. Die können wir zur Seite packen. Ja, mal sehen, was hat... das ist ein Wii U-Spiel. Und zwar ein Lego-Spiel. Muss ich mir überlegen, habe ich den überhaupt schon? Also, wie Spiele habe ich, aber nicht das, glaube ich. Aber ich kann euch schon mal... Lego. The Lego Movie. Videogame. Aber ich kann euch sagen, also ist auch komplett. Lego geht immer. Weil Lego ist nicht teuer. Billig. Lego. Lego Movie Video Game Wii U. Ah. 5-Euro-Titel. Naja, kann man nichts dran ändern. So. Was haben wir hier für ein Spiel? Das müsste ein PS4-Spiel sein. Nein. Oh, auch kein... Den Titel habe ich auch noch nicht. Terminator, die Erlösung. Für die PS3. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Müll entsorgen. Einmal da rein. So, das da auch da rein. Terminator. Die Erlösung PS3. Mal sehen, was haben wir? Was? Oh, naja, ist auch nicht so ein teurer Titel. Aber was soll man machen? Die können ja nicht immer nur teure Spiele reinhauen. So, das letzte Spiel ist ein 3DS-Spiel. Und zwar... Oh.
dann noch als Special Edition. Was hat es damit auf sich? Okay, also ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall Findet Nemo, Flucht in den Ozean, Spezialedition. Da gucken wir mal nach. Findet Nemo, Flucht in den Ozean 3DS. Warum ich eine Spezialedition dazu? Ihr seht, also ihr seht, das ist kein so teurer Titel. Manche wollen echt viel dafür. Sagen wir mal obligatorischen 5 Euro. Ja, also das Spiel, das hat mich leider nicht so vom Hocker gerissen, aber trotzdem danke. So. Aber die anderen Spiele, die sind okay. Vor allem Dingen. Vor allem die drei sind ein Highlight. Aus beiden Boxen zusammen. Dazu kommen 8 neue Spiele in meine Sammlung. Ja. Also, wenn ihr euch, wie gesagt, selbst die Zockbox abonnieren wollt, könnt ihr es machen. Link wird in der Videobeschreibung stehen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert dieses Video und ich sage mal, bis zum nächsten Mal, Corganto bei einer neuen Unboxing-Video der Zockbox. Ciao!